also zunächst mal sind wir über den Punktgewinner, über den Teilerfolg sind wir einfach happy. Ja. Da können wir auch stolz drauf sein. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, der geht nach Hause und sagt, ja, das war cool anzuschauen. Ja, die beiden Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Da ging es hin und her in einer wirklich sehr hohen Geschwindigkeit. Also von dem her, das gilt es einmal festzuhalten. Ja, ich sehe das Team, das ist der Weg. Ja. Und egal, wer auf dem Platz steht und egal, wer reinkommt, die Jungs heute auch, da hat jeder wirklich das super auf den Platz gebracht. Ja, es ist mal so rum, wir werden die Jungs alle brauchen und das Team braucht da jeden Einzelnen und die Energie von jedem Einzelnen. Und wenn wir die gemeinsam so auf den Platz bringen, dann ist es gut. Und um diesen Team-Spirit und um diese Leidenschaft und trotzdem auch die fußballerische Qualität, auch was wir heute von der Bank dann bringen konnten, ja, das ist wichtig und genau das brauchen wir, um eben in der Bundesliga auch bestehen zu können. Ja, ich habe das gar nicht so gesehen. Ich habe da nur hochgeguckt, der war dann drin. Also du siehst es gar nicht so, wenn du da einfach so fokussiert bist auf den Ball, auf den Schuss. Und war ja schon eine Peitsche, muss man ja sagen. Hab den super getroffen und klar, dann Emotionen freien Lauf gelassen, sehr schön. Doch heute hast du es wieder gemerkt, dass selbst wenn es nur 10.000 sind, wenn man so lange nicht vor Zuschauern spielt, dann hört sich das fast schon, also ohrenbetäubend ist das. Und wenn du dann ein Tor schießt und dann guckst du in die schreienden Kehlen, die einfach jubeln, sich freuen, du jubelst zurück, das ist einfach schön. Und das macht einfach Spaß. Es war ein Hin und Her, muss man sagen, auf beiden Seiten. Brutal viel Tempo. Gladbach hat das Spiel immer mehr unter Kontrolle bekommen, je länger das Spiel gedauert hat, auch am Ende. Ein, zwei Situationen nicht gut ausgespielt, wo wir Glück haben. Dennoch hatten wir immer wieder Chancen, auch selber in Führung zu gehen. Nach der Ecke von Nathan oder auch wo Kunzi dann auf Sommer schießt. Also es war viel, viel Hektik auch drin. Zweikämpfe, alles Mögliche. Es war ein geiles Fußballspiel, denke ich. Ja, ich denke, I already was preparing myself for playing for a long time. Since I come, I always was focused to play. Yeah. Not every player can play, so we just have to work hard, wait for our moment, and when the opportunity comes, we have to be ready to do our best. And I think I have been doing a good job, and with consistency, you can do a good performance, and I think it was good today. All the points are very important. We are fighting for stay in the league, so it's every point it's a big conquer, because we need all points to compete with the other teams. Yeah. So it was a really important point with a really good team. Yeah. They have really good players, and I think maybe with luck we could win the game, but it was already good, 1 point, and we will keep work hard to the other games. Yeah. Now the next one already to find the 3 points. When you lose, you don't doing everything wrong, and when you win, you are not doing everything fine.